Ansagevideo an alle YouTuber da draußen. Ansage an alle YouTuber und eine Ansage an alle YouTuber da draußen. Eine Ansage an alle YouTuber da draußen. Los geht's. Willkommen auf meinem pädagogisch wertvollen Inklusionskanal. Hier findet jede Gruppierung seinen ganz individuellen Platz und jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Aber genug mit dem Mist, jetzt wird erstmal auf die Kacke gehauen. Mein Name ist Justin, ich bin alles andere als der übliche Dreck im Netz, ich bin schlimmer. Anders als eure 0815 wannabe Apple AirPods besitzenden YouTuber, die vor laufender Kamera sagen, jeder der keine AirPods hat, ist was Schlechteres. Ich bin bodenständig und liebe Feiern, Saufen, Reisen und. Aber sind wir mal ehrlich, ob mit oder ohne AirPods, du bist und bleibst derselbe Bauer. 2018 war ich noch tolerant, 2019 zerwichse ich jeden verbal, der es verdient hat. Materialistische Dinge und Gewalt haben hier keinen Wert und nichts zu suchen, denn alles was zählt ist der Spaß am Leben und das Miteinander. Kleiner Spartipp am Rande, lieber teures Bier versaufen als etwas von Gucci kaufen. Ich bin und bleibe lieber asozial, als mich dieser langweiligen Gesellschaft zu unterwerfen. Und nun liegt es an euch, wollt ihr ein normales Leben wie jeder andere oder erleben wir was zusammen und machen uns ein schönes Leben. Ihr werdet hier mit dem wertvollsten Gedankengut der Menschheit versorgt in Form von Schmutzvlogs und Real Talk Videos. Um euch ein wenig die Hose zu befeuchten, hier ein kleiner Einblick. Zu einem neuen Video. Das ist mal wieder an der Zeit für pädagogisch wertvollen Content, pädagogisch wertvollen Content, pädagogisch wertvollen Content. Keine Sorge, ich sauge hier eh nicht. Ich bin noch mehr getrunken, dann kamen die Chicks an. So, das ist kein Flachs, ne? Ein schönes Bein kann auch entzücken, Junge, lass mal die Veganer verarschen. Willkommen zum neuesten Unboxing. Von Silvester. Oh, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leo Mascher am Start. Ich habe mir heute was Cooles überlegt. Heute mache ich einfach ein Ansagevideo an alle YouTuber da draußen. Ihr seid ab heute alle, aber auch wirklich alle, an die ganzen Hosenscheißer, die sich jetzt freuen, Alter, endlich, Leo Mascher, disst uns, ich kann richtig antworten, richtig ausholen und ich kann Abos kassieren, ich kann Klicks kassieren. Das war natürlich nur ein Witz, Freunde. Das ist natürlich kein Ansagevideo an die ganzen YouTuber da draußen. Ihr seid nämlich alle Chico, bis auf die ganzen kleinen Hosenscheißer, die denken, ich diss mal ein paar Leute. Ihr seid scheiße, sehr scheiße, weil euer Content besteht nur aus Scheiße. Ihr macht den beschissensten Content auf ganz YouTube, oder? Ja, ihr kassiert auf jeden Fall Klicks auf andere Nacken. Kennt ihr was anderes, Mann? Ich drehe wenigstens Pranks auf den Streets. Ich mache vielleicht Musikvideos. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe für diese Musikvideos. Ich sitze im Studio für die Beats mit meinem Homie. Ich gebe mir Mühe für die Texte. Aber dann kommen wir hier und denken sich so, der Text, der Beat. Ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst gar nicht, was ihr da labert. Ihr macht einfach immer Videos über andere, wo ihr ein bisschen Scheiße labert. Wieso ich das sage? Weil einfach mein Album erscheint am 17.03. Und wie ich gerade im Netz sehe, das wird gerade gut gehatet. Viele Leute machen einfach die ganze Zeit Videos über entweder mein Album, meine Musikvideos oder allgemein welche Videos, die ich raushaue. Egal, was für ein Video ich raushaue, sogar wenn ich das Video jetzt raushaue, ne? Boom, sofort kommen endliche Piss-YouTuber und denken sich, Alter, ich kassiere mal ein paar Klicks, weil Leo Mascher, wenn ich das im Titel stehen habe, dann wird das natürlich das bestgeklickteste Video, was ich jemals hatte. Also bei vielen ist es so zumindest. Aber scheiß drauf. Wieso? Weil ich muss sagen, ich habe mir das alles self-made erarbeitet. Sicherlich haben viele von euch den Anblick meines Gesichtes schon vermisst. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe fast 4 Tage kein Video hochgeladen. Das gab es in meiner gesamten YouTube-Laufbahn nicht. Dass ich so lange inaktiv war und euch nicht Neues präsentiert habe. Nun bin ich wieder back mit einer so gesehenen Ansage, weil viele von euch haben bestimmt schon mitbekommen und viele haben mich auch schon angeschrieben, dass mein Verifizierungshaken einfach weg ist. Und ich denke mir so, ja, das ist mir nämlich vorher schon aufgefallen. Das ist ja nämlich so gewesen. Ein Verifizierungshaken, wenn man den bekommt, dann wird der erste in der Kommentarsektion so gesehen freigeschaltet und nicht direkt auf dem Profil, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich einen Kommentar schreibe, dann sieht man dort schon den Haken neben dem Namen. Und den kann man sich schon richtig krass fühlen, wenn man einen Verifizierungshaken hat. Natürlich habe ich mich darüber auch gefreut und habe ihn sofort ausgenutzt und überall runtergeschrieben. 1-2 Tage später kommt der dann, ey, was ist denn da so laut? Ich hasse es einfach mal. Fick dich, Autobahn oder was auch immer neben mir ist, Alter. Autos, die immer hier laut anfangen, wenn ich ein Video mache. Ungelogen, 4 Tage kein Video. Ich höre nichts. Ich fange Video an. Miau. Mach mich nicht aggressiv, du Wichsers. Wo war ich gewesen? Boah.
Nein, ich darf mir die Brille nicht abnehmen, dann weiß man, wer ich bin. Der Punkt ist, der Verifizierungshaken kommt dann zwei, drei Tage später kommt er dann auch auf dem Profil, dass man den dann auch dort neben dem Namen sieht, als Bestätigung. Gut, nun war es vorgestern oder vorvorgestern so gewesen, dass mir der Verifizierungshaken in der Kommentarsektion weggenommen wurde. Das bedeutet umgekehrt, dass ich davon ausgehen kann, dass der Haken dann auch von meinem Profil weggeht. Und was passiert am nächsten Tag? Ich komme online, habe übelstes Grinsen im Gesicht und der Haken ist weg. Und ich denke mir so, ey, danke, gestern die 150.000 Abonnenten erreicht und jetzt ist mein Verifizierungshaken weg. Digga, da, ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Ich sitze vor dem PC und trinke erstmal meinen überteuerten Eistee. Der ist einfach übelst geil. Aua. Was soll ich dazu sagen? Zu meinem Playbutton. Viele fragen mich. Viele haben mich in der Tat gefragt. Ey, Kilian, du hast jetzt schon übertrieben lange 100.000 Abonnenten. Hast du jetzt schon Informationen zu deinem Playbutton erhalten? Und ich musste dann immer einfach sagen, ich habe keine Informationen erhalten. Scheinbar bin ich YouTube nicht wichtig. Und kommt mir nicht mit so viel am 100.000 Abonnenten. Ich habe eine riesen fucking Reichweite. Ich will jetzt den Playbutton haben. Ich will einfach den Playbutton haben. Ich werde in jeglicher Situation benachteiligt hier auf YouTube. Auch intern, aber davon darf ich leider nichts sagen. Aber glaubt mir, ich werde in jeglicher fucking Situation benachteiligt. Und wenn ich denn hier so verkackte Kackscheiß-Typen sehe, wie diese BA Corner, die einfach noch den Haken haben, Mann. Moin, Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein neues Video in alter Frische, Freunde der Krieg. Und heute zähle ich auf euren Support, denn heute gibt es eine Ansage an alle YouTuber da draußen. Nicht jeder muss sich im Negativen angesprochen fühlen. Aber 1, 2, 3, 4, 5 YouTuber werden gleich ein bisschen, ich werde es nicht sagen, durch den Dreck geschliffen. Denn das ist eigentlich kein Hate oder so, das ist nur etwas, was mich ziemlich ankotzt. Und ich hoffe, dass die Leute das auch sehen. Ich will nicht, dass ihr dann ein scheiß Video dann als Gegenantwort macht oder sonstiges. Ich will einfach nur, dass ihr das ändert. Wisst ihr, ich meine, ihr solltet es einfach nur ändern. Ich werde auch nicht eure Namen in den Titel schreiben oder in den Text. Denn ich scheiße auf diese Extra-Clips. Ich mache das Video, weil es mich anpisst. Die Leute, die mich verfolgen, wissen, dass wenn mir etwas nicht passt, ich sage sofort in dem Video. Heute aber nicht aus dem Auto übrigens. Mittag aus dem Auto wäre schlecht, denn ich muss ein paar Sachen am PC noch nachgucken während des Videos. Und damit ich mir das mit dem Handy machen werde, dann gerade wisst ihr nicht mal. Ja, und heute möchte ich mal aufklären, dass es doch da draußen viele YouTuber gibt, die euch ausnehmen wie eine Gans. Und damit meine ich nicht, dass Leute Product Placements machen, Werbung für ihren Shop oder Werbung für Produkte, wie zum Beispiel die Bibi, die ich auch noch später erwähnen werde. Bibi macht zum Beispiel viel Werbung für Ibidu-Schaum und das finde ich auch voll in Ordnung, weil das ist ihr Produkt, da ist sie stolz drauf, warum sollte sie damit darüber keine Werbung machen? Und ich will auch keinen YouTuber persönlich angreifen, weil es kann gut sein, dass die Leute, die ich erwähne, einige kenne ich nicht, voll korrekt drauf sind. So, es geht nur darum, wie sie euch verarschen. Darum geht es mir und das will ich euch heute erzählen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie sie denn euch verarschen. Und zwar geht es darum, nicht jeder weiß jetzt genau, was ich meine, weil viele von euch haben Adblock. Jeder weiß wahrscheinlich, was Adblock ist. Und wer nicht, hat halt nicht. Nee, Spaß beiseite. Also Adblock ist natürlich etwas, was man sich installieren kann. Dann seht ihr keine Werbung auf YouTube, dies, das. Und das ist auch voll in Ordnung. Darüber will ich jetzt mich nicht beschweren, weil ich habe YouTube als Hobby angefangen. Und natürlich ist es ärgerlich, dass ich durch Adblock vielleicht nur ein Viertel von dem verdiene, was ich verdienen könnte. Aber es ist etwas, was ich nicht ändern kann. Und was ich nicht ändern kann, da brauche ich mich auch nicht drüber aufregen. Verschwendete Zeit, meine Meinung. Viele von euch haben aber keinen Adblock, weil sie mich vielleicht supporten wollen, weil sie vielleicht Flying Uwe supporten wollen, weil sie ganz genau wissen, wenn Werbung vor unseren Videos kommt und sie gucken sich diese Werbung an, dann supporten sie uns. Leider gibt es da draußen aber YouTuber, die das eiskalt ausnutzen. Und warum sie euch ausnutzen, erkläre ich gleich. Ich möchte noch mal eins kurz vorweg erwähnen, damit ihr es noch besser versteht. Wenn ich als YouTuber ein Video hochlade, was unter 10 Minuten geht, habe ich keinen Einfluss darauf, wie oft auf diesem Video Werbung geschaltet wird und wann, außer halt am Anfang. Wenn ich aber ein Video über 10 Minuten mache, kann ich selber entscheiden, ob ich in der Mitte des Videos nochmal Werbung einfügen will oder alle 2 Minuten oder am Ende des Videos. Und ich persönlich mache es so, wenn zum Beispiel bei den Mario Kart Folgen, die eigentlich alle über 10 Minuten sind, auf dem zweiten Kanal, wir bringen gleich diese Videos hoch. Da mache ich so, da kommt am Anfang einmal Werbung, dann irgendwo in der Mitte und ganz zum Schluss, wenn das Video zu Ende ist, was die wenigsten von euch sehen. Also im Grunde wichtig für euch, nur zu merken, einmal in der Mitte eines 12-minütigen Videos kommt nochmal Werbung. Das finde ich voll in Ordnung. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen, unglaublichen, tiefen und schärfen... Ich bin's, Tim.
zu einem neuen, tiefen und schärfen behafteten Video. Ihr kennt die Position, liebe Leute, wenn Tim und ich hier nebeneinander sitzen. Heute geht es um ein, sag ich mal, eher YouTuber-basiertes Video. Ihr habt es ja auch im Titel gelesen. Das hier ist eine Ansage an alle YouTuber, damit ihr auf das Video draufgeklickt habt. Und jetzt geht es um das eigentliche Thema. Wir wollen heute über Flusen und Staubsauger reden, liebe Leute. Es ist nämlich so, dass in vielen Haushalten gute Staubsauger fehlen. Okay, Spaß beiseite. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob mir der Content gefallen hat oder nicht, aber ich habe diese Person gesehen und man hat ihr förmlich im Gesicht angesehen, dass die gerade nicht so richtig Bock auf dieses Video hat. Wisst ihr, was ich meine? Diese Person dreht einfach Content, die sie selbst keinen Bock hat. Genau. Weil sie muss, um Geld zu verdienen. Hat mir Nico das Video gezeigt und dann wollten wir darüber sprechen, dass einfach ganz viele YouTuber sehr eingeengt sind in dem, was sie tun und einfach viel Zeug machen, auf das sie keinen Bock mehr haben, aber auch irgendwie denken, sie müssen das tun, weil ihre Community das von ihnen erwartet und sie halt auch einfach von YouTube leben, ganz ehrlich. Was ich ganz am Anfang dazu sagen möchte, ist, ich finde es nicht verwerflich, dass jemand sowas macht, dass er seinem Job nachgeht. YouTube ist für viele YouTuber natürlich irgendwo auch ein cooles Hobby und so, aber es ist gleichzeitig auch ein Beruf. Beruf heißt für mich automatisch immer, das ist eine Sache, du solltest schauen danach, dass es dir Spaß macht. Aber in jedem Job gibt es auch Bereiche, die dir einfach mal keinen Spaß machen. Alles ich habe auch keinen Bock, jetzt dieses Video zu drehen. Es muss auch sein, dass du wieder die guten Zeiten in deinem Job schätzen kannst, ja? Achso, ja, habe ich gerade gar nicht gehört, was du gesagt hast. Nehmen wir zum Beispiel Nikos Entwicklung. Seit 8 Jahren macht Nico YouTube. Wir kennen uns seit jetzt knapp 5 Jahren. Und Nico hat angefangen vor so 4 Jahren diese Yo, wahrscheinlich die Golden Age. Zum Ausgleich, also er ist älter geworden und hat sich natürlich auch dementsprechend entwickelt. Und diese Entwicklung kann man auf YouTube nachvollziehen. Das finde ich als Konsument, finde ich das voll interessant. Aber voll viele Leute entwickeln sich weiter. Es gibt ja Leute zum Beispiel, die mit 17, 18 angefangen haben, Videos wirklich für Kinder zu filmen. Und die sind jetzt auch 5, 6 Jahre älter und machen halt immer noch Content für diese Kinder.